So, das ist, ich finde, das ist eine interessante Stelle. Ein Zug. Das sieht gut aus. Okay. So. Nein, die sammle ich nicht ein. Nächster. So, jetzt zerstören wir mal den Zug. Die Lok oder was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade bekommen habe. Wahrscheinlich Schläger für Kleine. So nett wie die sind. So, der Zug. Wäre auch beinahe schon wieder kaputt. Ich weiß nicht, kann man die Schienen kaputt machen? Die sind. Weil die gehen einfach so nicht kaputt, finde ich. Da, geht nichts. Weiß nicht, warum man das nicht geht. Muss ich wohl in die Mitte durch, weil da sind die Schienen schon kaputt. Das ist mal wieder so eine Treffsache. Ah, die muss ich kaputt schießen. Okay. Bloß blöd, dass ich mit der linken Kanone nicht kaputt schießen kann, weil da was im Weg ist. Bisschen blöd. Ja, wie seht ihr, kann man irgendwie nicht durchschießen. Naja. Schade, schade, schade. Achso, ich bin doch nach der Zeit kaputt. Man muss nur öfters mal gegenrammen. Dann gehen sie auch kaputt. Gut, dass man das mal erfährt. So, mal ein bisschen Geld kaputt schießen. Und die Meteoriten kommen genau da auf, wo ich die nicht brauche. Das ist immer so blöd. Von der Seite ist liegt noch so viel, wo ich mit dem Ball gar nicht richtig durchkomme. Und die denken sich auch immer so, komm, gehen wir mal auf der rechten Seite. Da haben wir mal den Simon. Der ist sonst nichts Besseres zu tun. Im großen Mal geht das dann gleich schon viel besser. Ich frage mich jetzt, warum ich den normalen Ball eingesammelt habe. Und ich bin den ausgewichen. Ich habe gerade irgendwie mal ein bisschen Durst. La la la. Boah, kann der mal tot gehen? Mann. So, ich werde natürlich nicht rüberschießen. Wenn man wieder irgendwie zwei. Mach halt die Dinger kaputt. Na komm schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Eigentlich wäre schon, aber egal. Doch, ich will doch nicht dagegen schießen. Na komm, ein paar Sekunden hältst du noch. Kannst du mal ein paar Sachen zerstören. So, die klappt den Dinger wieder nicht. Die kaputt, die legen nicht sowas und auf. Die nur so klein werden und dann kriegt man sie nicht und dann kommt der mal wieder zurück. Endlich Ferien, muss ich auch mal dazu sagen. Endlich Schulferien, ja, und dann wird gleich losschießen. Leute, zwei Bälle, besser als einer. Gehen wir wieder auf einen schönen Vögel.
Mit den Pistolen kann man, mit den Maschinengewehren kann man gut die Menschen, keine Ahnung, töten. Die Figuren hier. Die nämlich nicht mehr leben. Gib ihnen Anschutz. Ich hoffe, mein Selbstdefense ist schneller. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Oh, wir haben eine Tür gemacht. Stylisch. Jo. Na, wir haben ja verloren, weil ich nicht aufpassen konnte, ich trottel. Aber egal. Ich hätte jetzt aber mal ja wieder gesagt, aber egal. Sag ich aber egal. Hab ich Bock drauf. Und das Ding fliegt erstmal so fett runter. Verschwindet erstmal nirgendwo. Oh, Leben, Leben. Ja, ich habe nur Leben kassiert. So. Die Bahn. Nee, Salon ist das wieder. Ein Waschsalon, denke ich mal, oder irgendwas ähnliches. Ich frag mich kurz, warum da Mexikaner rumstehen. Wenn das Mexikaner sind. Und das Klacken macht mir. Ich finde das Klacken immer so cool. Klack. 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 Das ist so ein schönes Geräusch. Nein, no. Ich kann nicht auf beides aufpassen. Mann, da soll ich 3 Leben. 4. 3 Leben und 1 Nulltes. Was kann man eigentlich mit den blöden Raketen, die hier nach oben explodieren? Und davon habe ich nichts, wenn du verstehst. Vielleicht könnt ihr es mir sagen. Mir Magic Ball 3 Experten seid. Ja, da war ein kleiner Lag zwischen. Und in letzter Zeit läuft es eigentlich ganz schön flüssig, das Spiel. Muss man echt sagen. Wenn man sich beim Spiel bedankt, das ist hier ein Weihnachtsgeschenk für mich von Magic Ball 3. Dass es mal eine Woche lang flüssig läuft. Eine Überraschung, der Ball ist größer. Das ist natürlich auch schön. Ich glaube, meine große Ball one-hittet hier alles. Leck. So. So, ich denke, das reicht mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war Let's Play Magic Ball 3. Dann sag ich mal tschüss.